Herzlich willkommen zu einem neuen Trink. Da war ein Frosch im Hals. Ich versuch's nochmal. Hallo Frosch. Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer. Und heute geht es um einen Profi-Trinker-Trick. Bitte nicht missverstehen, immer verantwortungsvoll trinken natürlich. Aus meiner alten Zeit. Es geht darum, wie kann man ein Gin Tonic Wetttrinken in Anführungsstrichen gewinnen. Sprich, wenn so Situationen entstehen, in größerer Runde sozusagen die Person sein, die am unbeschädigsten und damit auch am nachhaltigsten die Situation verlässt. Wie schafft man es? Ganz einfach. Man trinkt keinen Gin Tonic. Das mag jetzt banal klingen. Ich muss dazu Folgendes erklären. Also, vor langer, langer, langer Zeit. Es war einmal. Nein, also ich habe mal ein Restaurant in Hamburg betrieben mit einer tollen Bar. Ist lange her. Wir haben das 1997, glaube ich, im Dezember eröffnet. Ja. Das war das Atlas Restaurant. Und kurz nach der Eröffnung kam ein Gast. Und der fragte irgendwann mal an der Bar nach einem Chinar mit Tonic. Mittlerweile, gerade in unseren geschätzten Kreisen der Menschen, die gerne gut und interessiert interessante Sachen trinken, ist Chinar vielleicht nicht mehr ganz so unbekannt. Seinerzeit war es tatsächlich eher unbekannt. Lustigerweise hatten wir aber dennoch eine Flasche im Haus. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie für ihn dann gekauft habe, weil er öfter kam. Ich weiß es gar nicht mehr. Und er trank immer Chinar mit Tonic. Chinar ist etwas vereinfacht gesagt ein Amaro, ein Bitter. Hat aber auch eine gewisse Portion Zucker. Und so die Hauptzutat, sagt man, ist Artischocke. Also es wird auf Artischockenbasis gewonnen. Es hat einen schönen, es ist ein bisschen wie Campari, diese Stilistik. Man hat auf der einen Seite versteckt, dann doch etliches an Zucker, nicht etliches, aber ein, es ist schon ein bisschen süß, wenn man ehrlich ist, aber es hat halt diesen feinen, langen Bitterton, weswegen einem diese durchaus Grundsüße nicht ganz auffällt. Und tatsächlich hat, wie gesagt, dieser Gast bei uns immer Gina und Tonic getrunken und irgendwann haben wir das dann auch probiert an der Bar. Und haben gesagt, gut, wenn der das immer trinkt, probieren wir das jetzt auch mal. Und haben uns Gin Tonic gemixt. Und es ist einfach großes, sommerliches, low ABV Trinkvergnügen. Es macht sehr viel Spaß. Cheers. Man muss ein bisschen bitter mögen, aber mögen wir doch rein. Mögen wir doch, oder? Dann haben wir das über die Zeit perfektioniert und sind zu dem Erkenntnisgewinn gekommen, dass ein ganz wenig frischer Zitronensaft, also das habe ich gerade Zitrone, Orange, ich glaube, ich habe gerade gesehen, es ist eine Art Blutorange, das wusste ich nicht, aber eigentlich soll es Orangensaft sein, konnte ich irgendwie von außen nicht sehen. Also im Atlas war es so, da war eine schöne Saftpresse und wir haben den schön frisch schaumig drauf gemacht. Das kann ich hier jetzt gerade nicht. Also, so gut bin ich im Pressen hier nicht. Aber so etwas frischen Orangensaft. Nicht viel, ein wenig. Dann reden wir über einen Killerdrink. Es ist banal, ich weiß. Was soll ich sagen? Es ist aber lecker. Das ist wirklich ein, also nicht zu viel, ne? Ein bisschen Orangensaft. Also am geilsten so schön frisch mit Schaumkrone oben drauf. Was fürs Auge. Dann ein Hauch Tonic mehr. Das ist ein so unglaublich guter Drink. Und also, man muss China in der Hausbar haben, weil das so eine geile Flasche ist. Und wer jetzt mutig ist und sich irgendwo China bestellt, Link gibt's auch hier im Trinkabenteuer-Shop, wo auch immer. Die werde ich belohnen, weil ich noch ein paar mehr China-Videos machen werde, weil das ein so geiles Fläschchen wie das ist. Ein bisschen wie Dubonnet. Oder es gibt so ein paar, die kosten nicht viel. Da kann man aber so geile Sachen mitmachen, wenn man die dann stehen hat. Und das Tolle ist natürlich, es ist ja nicht mal wie ein Wermut. Das heißt, durch den Zuckergehalt und so, das wird auch nicht schlecht.
Wenn ich das also zu Hause habe, was soll mir passieren? Vielleicht ein bisschen Tonic und dann arbeitet man das so weg. Aber da wir natürlich stetig auf der Suche nach dem Besonderen und dem Speziellen und dem Liebevollen und dem Guten sind, der Qualität und dem Außergewöhnlichen. Wir wollen ja noch ein bisschen angeben in unserer Hauspaar. Gibt es natürlich noch eine zweite Version von Chinea, die es nicht immer zu kaufen gibt. Die ist ein bisschen limitiert. Man muss fairerweise dazu sagen, die Italiener haben Fehler gemacht. Das ist schade, aber es ist so. Denn sie haben, wie bei so vielen Produkten, ich glaube, es trifft Aperol, ich glaube, es trifft Campari, es kommen so einige zusammen, den Alkoholgehalt permanent gesenkt. Was soll das? Man verändert keine Rezepte. Mein Mann, Mann. Aber gut, so ist es. Also der normale China, diese Flasche hat jetzt hier noch 16,5. Ich weiß gar nicht, ob es schon weniger ist. Ich glaube, das ist die aktuelle Version gerade. 16,5. Früher war das nämlich mal 17,5. Und 17,5, ich glaube vor ein, zwei Jahren war das noch 17, es war auch schon mal viel mehr, ich glaube, als ich der Gast das bei uns mal getrunken hat, war es 20. So, ach so, übrigens zu dem Gast nochmal zurückzukommen, wir haben das dann in der Bar mal getrunken und das Lustige war, das war zu der Zeit nicht so bekannt und wenn man dann immer an der Bar, dann immer alle so zum Feierabend Gin Tonics getrunken und wir hatten noch echt wilde Partys an der Bar und das Barteam hat auch seinerzeit viel mitgetrunken. Und dann haben wir mal Gin Tonic getrunken, hat ja nur die Hälfte ungefähr Alkohol, aber es kannten die Leute nicht, es ging so als Gin Tonic durch. Und damit war man safe. Alle dachten, der trinkt ja wie wir, aber wir hatten nur die Hälfte Alkohol. Clever. So, das kann man fast aufholen, also man kann sich fast auf Augenhöhe mit dem klassischen Gin Tonic Trinker stellen, wenn man diese Flasche findet. Die heißt China 70 Proof. Kleines, also es geht Proof, ist ja ein amerikanisch, also es gibt es in, ich glaube auch in UK, aber die amerikanische Version des Proofs bedeutet, es ist immer doppelt so viel. Sprich, ich habe 10 Volumenprozent Alkohol, das wären 20 Proof. Ich habe 20 Volumenprozent Alkohol, das sind 40 Proof. Ergo, wenn ich hier 70 Proof draufstehen habe, sind es 35 Volumenprozent Alkohol. Die Idee war damals, dass man sozusagen den China verdoppelt hat. Früher hatte der 17,5 und früher noch viel, viel mehr. Und man hat einfach gesagt, wir machen mal eine kräftige Bartender, in Anführungsstrichen, Version. Das war wirklich so eine Geschichte, die für die Bars entwickelt wurde. Und ab und zu, und wir haben es auch ab und zu im Shop, findet man China 70 Proof. Ist noch, also, gut, es ist wirklich einfach ein bisschen kräftiger. Es ist einfach mehr Alkohol, bisschen intensiver, macht natürlich Spaß. Aber ich will das auch gar nicht so glorifizieren, denn das normale Zeug ist gut. Und damit kann man sich einen sehr feinen, langlaufenden Drink mixen, weil das ein leichter Lupfer jetzt ist, so für nachmittags. Day Drinking. Und während dann Villa Riba Gin Tonics trinkt, trinkt Villa Bajo schon China Tonic. Und wie gesagt, ein bisschen frische Orange. Einfach mal ausprobieren. Ist wirklich ein geiler, erfrischender Drink. Also man muss einen Hauch bitter mögen, aber so bitter ist es. Aber es ist ein geiler Drink. Und haben wir dann teilweise auch noch gemacht, man kann natürlich auch noch so einen Schuss, also man kann das so ein bisschen mischen. Man kann technisch gesehen auch einen Gin Tonic machen, wo man einen Hauch des Gins gegen China ersetzt. Also so eine Mischung aus Hälfte, Hälfte. Weil dann hat man so einen, hat man halt diese Mischung aus. Man hat immer noch den Alkohol und dieses Bittere, was einfach ein feiner Geschmack ist. Aber tatsächlich jetzt für den kommenden Sommer trinkt verantwortungsvoll, nicht so viel Alkohol, ne? Nicht so oft und so, deswegen vielleicht mal eine Runde China. Auf jeden Fall Pflichtflasche. Ich versuche das nochmal. Auf jeden Fall Pflichtflasche. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Vielen Dank. Hier gibt's noch ein paar Trinkabenteuer. Und kauft euch China, denn in Kürze kommen noch mehr China-Drinks da. Also wir haben jetzt gerade für die neue Bornemann-Bahn, Kopenhagen, haben wir einen Killer-Drink ausgetragen, den Pimm's Italiano. Geht um China. Könnt ihr schon mal googeln. Ist ein geiler Drink. Und es kommen ein paar mehr. Es gibt Little Italy, ein geiler Manhattan mit China. Wir müssen über vieles reden. Kauft euch China, habt Spaß, kostet nicht viel, der Sommer kommt und es wird nicht schlecht. Also bis dahin, Trinkabenteuer links und rechts und wo auch immer. Bis bald. Ciao.